Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein leckeres Rhabarber-Streusel-Muffin-Rezept für euch. Diese Rhabarber-Muffins sind ganz einfach und schnell gemacht und die sind perfekt für den Rhabarber-Saison. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Für das Rezept brauchst du weiche Butter, Zucker, Joghurt und Vanille. Anstatt Joghurt kannst du auch Kefir oder Buttermilch nehmen. Dann brauchst du noch zwei Eier, Mehl und Backpulver und natürlich den Rhabarber. Ich habe auch dazu noch Kardamom genommen. Ich mag immer etwas Kardamom zum Rhabarberkuchen und Rhabarbermuffins zu geben, weil der Geschmack von Kardamom nach meiner Meinung sehr gut zum Rhabarber passt. Erst werde ich den Rhabarber in kleine Stücke schneiden. Die etwas dickeren Rhabarberstangen werde ich erst halbieren und erst danach klein hacken. So haben wir dann gleich große Rhabarberstückchen. Ich werde jetzt auch noch den Kardamom fein mahlen. Ich mag Kardamomkapseln zu verwenden, weil ich finde, dass die Aroma vom Kardamom, wenn man Kardamomkapseln verwendet, etwas stärker ist, als wenn man fertig gemahlener Kardamom nimmt. Aber natürlich kannst du auch fertig gemahlener anstatt nehmen. Und jetzt können wir dann schon mit dem Teigvorbereitung anfangen. Erst Butter in eine große Schüssel geben und dann auch Zucker dazu geben und mit einem Mixer 3 bis 5 Minuten cremig schlagen. Dann die Eier dazu geben und die Eier eine nach dem anderen dazu geben und nach jedem Ei etwa 30 Sekunden schlagen. Jetzt ist die Mischung schön weich und cremig und jetzt werde ich auch noch die trockenen Zutaten und den Joghurt dazu geben. Erst gebe ich ungefähr 1/3 vom Mehl und Backpulver dazu durch den Sieb und danach ganz kurz mit dem Mixer weiterschlagen. So auf die niedrige Stufe ganz kurz, bis es fast vermischt ist und dann gebe ich etwa 1/2 von Kefir dazu und wieder kurz weiterschlagen und dann das Ganze wiederholen, bis du den ganzen Mehl und Joghurt dazugegeben hast. Und zum Schluss mit den letzten Teilen vom Mehl gebe ich auch den Kardamom dazu. Hier auch nur so lange schlagen, bis es fast vermischt ist und dann noch mit dem Spatel kurz weiterrühren. Der Teig ist schön cremig geworden. Jetzt können wir auch den Rhabarber dazugeben und kurz mit dem Spatel weiterrühren, um die Rhabarberstückchen gut mit dem Teig zu bedecken. Ich habe auch schon meine Muffinbackform hier bereit mit dem Papierförmchen belegt und dann den ganzen Teig gleichmäßig in die Muffinförmchen verteilen. Und jetzt sind die Muffins fast schon fertig. Wir brauchen nur noch den Streusel. Die Zutaten für den Streusel hole ich jetzt erst aus dem Kühlschrank. Ich mag die Zutaten für den Streusel immer im Voraus wiegen und ich habe die dann immer im Kühlschrank bereit, wenn die Muffins soweit sind. Aber was du noch machen könntest, ist den Streusel schon im Voraus vorbereiten und danach im Kühlschrank aufbewahren. So geht das auch. Für den Streusel habe ich hier Mehl, Zucker und kalte Butter und das Ganze so lange mixen mit den Händen, bis du eine streuselartige Konsistenz hast. Und zum Schluss verteile ich noch den Streusel gleichmäßig auf den Muffins. Und jetzt werden die Muffins gebacken und die ganzen Backanleitungen mit dem Rezept findest du unten in der Videobeschreibung. Die Rhabarber-Muffins sind gerade frisch aus dem Ofen. Die sind wirklich schön und lecker geworden. Und jetzt muss man nur noch abwarten, bis die abgekühlt sind und dann kann man schon die Muffins genießen. Wenn du noch mehr Inspiration für Rhabarber-Rezepte brauchst, dann werde ich für dich alle meine Rhabarber-Rezepte hier verlinken. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.